liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, als Präses unserer Schützenbruderschaft St. Johannes Wicket-Wiehagen begrüße ich Sie alle ganz herzlich und hoffe, dass es Ihnen gut geht. Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Das Coronavirus hat alles völlig durcheinander gewirbelt. Unser Schützenfest konnte in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden. Auch auf unser beliebtes Adventskonzert mussten wir verzichten. Und nun stehen wir kurz vor dem Weihnachtsfest, das in diesem Jahr auch anders verläuft als gewohnt. Für die Weihnachtsgottesdienste musste man sich anmelden. Auch in der Kirche muss ein Mindestabstand eingehalten werden, sodass im Vergleich zu sonst nur wenige Plätze zur Verfügung stehen. Außerdem müssen wir alle auch während der Gottesdienste einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Vieles ist ungewohnt und deshalb sehr gewöhnungsbedürftig. Die Botschaft von Weihnachten bleibt allerdings die gleiche wie immer. Christus ist geboren, der Retter der Welt. Das feiern wir auch in diesem Jahr, wenn auch ein wenig anders als sonst, eben wegen Corona. Aber auch Maria und Josef haben sich die Geburt Jesu vermutlich etwas anders vorgestellt. Nicht unbedingt so weit weg von zu Hause, von Nazareth, im fernen Bethlehem, wo sie aufgrund einer Volkszählung hin mussten, und zwar zu Fuß, mehrere Tage lang, Schwangerschaft hin oder her. Und Jesus kam dort in einem Stall unter ärmlichsten Bedingungen zur Welt. Als Wiege diente eine Futterkrippe. Die Unterlage bestand aus Stroh. Die ersten Gratulanten waren keine Verwandten oder enge Freunde, sondern irgendwelche Schafhirten, die gerade in der Nähe waren und durch einen Engel von der Geburt Jesu gehört hatten. Alles in allem also nicht unbedingt ideale Bedingungen für einen Start ins Leben. Aber Maria und Josef haben dieses Schicksal angenommen. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, auch dann nicht, als sie mit dem Kind noch nach Ägypten fliehen mussten, weil König Herodes ihm nach dem Leben trachtete. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, auch wenn wir in diesem Jahr keine idealen Bedingungen haben, um Weihnachten zu feiern, sollten wir uns die Freude über die Geburt des Gottessohnes nicht nehmen lassen und das Beste aus der Situation machen. Freuen wir uns darüber, dass unser Retter Jesus zu uns auf die Welt gekommen ist. Freuen wir uns darüber, dass er uns erlöst hat und die Wege unseres Lebens mitgeht, auch und gerade in dieser schwierigen Zeit. Und so wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute und Gottes Segen für das Jahr 2021. Ich hoffe, dass wir uns dann alle gesund wiedersehen. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Jesus, du Kind in der Krippe, du Offenbarung der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, du Ziel unseres Lebens, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, so wie ich bin und mit allem, was ich mit mir trage. Bei dir weiß ich mich mit all dem gut aufgehoben. Begleite du mich in meinem Leben und lass mein Leben gelingen. Begleite du die Menschen, die mir wichtig sind und alle, die der Hilfe bedürfen. Lass alle die Fülle des Lebens erfahren, die Gott, der Vater, durch dich schenken will. So segne, behüte und begleite uns und alle Menschen an diesem Weihnachtsfest der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.